Samstagabend wird aus der Donau eine Broadway-Bühne, die Lände zum Parterre. Es ist das größte Freiluft-Open-Air dieser Art bei freiem Eintritt. Die heurige Klangwolke beschäftigt sich mit dem Klimawandel. Die amerikanische Starregisseurin Francesca Zambello inszeniert das Spektakel. In Odyssey, A Journey Through Worlds, rettet ein Mädchen die Welt. Mädchen haben schon immer die Welt gerettet, wir werden nur nicht immer gewürdigt. Ich hoffe einfach, dass sie alle irgendwie merken, dass dieses Thema Klimawandel und einfach, dass sich alles verändern wird, dass sie das noch mehr verinnerlichen werden und auch mehr zur Verbesserung des Klimawandels beitragen werden. Trotz des apokalyptischen Starts überwiegt am Ende die Hoffnung. Ich bin ein Optimist, aber ich denke, dass die vielen Ereignisse des letzten Jahres im Bereich des Klimas und der Politik die Menschen hoffentlich aufrütteln, dass wir neue Wege finden müssen, um die Erde zu schützen. Bereits vor einem Jahr starten die Vorbereitungen für das Gesamtkunstwerk auf der Donau. Man darf nicht vergessen, es sind über 400 Mitarbeiter an diesem Projekt beteiligt. Die Kommunikation, wann das Schiff genau punktgenau weg ist, welche Strömungen es hat, welche Höhe des Pegels es hat. Also das ist eine gigantische Berechnung und ich freue mich, dass unser Team, das wir ja schon so lange haben, einfach ganz professionell arbeitet. 450 LED-Scheinwerfer, 100 Lautsprecher und 5 Kilometer Kabel. Ein Spektakel dieser Größe braucht Sponsoren. Die Sparkasse Oberösterreich ist zum 8. Mal mit dabei. Die Klangwolke ist einfach ganz was Besonderes. Einerseits ist es rein künstlerisch nicht mehr wegzudenken aus Linz, aus Oberösterreich. Und auf der anderen Seite ist es einfach möglich, dass eine Vielzahl von Menschen diesen Kunstgenuss einfach auch für sich konsumieren kann. Es gibt eigentlich kein größeres und besseres Kulturevent als die Klangwolke hier in Linz, um klassische Musik, aber auch andere Genres in die Breite zu unseren Kundinnen und Kunden zu bringen. Weil es um Klimaschutz geht, wird heuer gänzlich auf Pyrotechnik verzichtet. Das Spektakel schmälert das aber nicht. Die Klangwolke bereichert unser kulturelles Leben. Es bereichert auch immer wieder die Stimmung in der Stadt und ist das kulturelle Highlight des Jahres. Direkt in Linz an der Donau, das ist das besondere Erlebnis, was dann die Zuseherinnen und Zuseher auch erleben. Mehr als 100.000 waren heuer dabei, als die Donau zur Broadway-Bühne wurde und ein Mädchen die Welt rettet.